Der FC Luzern mit Rückenwind aus der Super League nach der Reifenleistung in Winterthur. Etwas mehr Gegenwehr erwartet Mario Frick, aber heute im Tessin schon. Nur Not, irgendetwas zu verändern, hat er definitiv nicht. Einzig Khader neu im Kader, zum ersten Mal von Beginn weg dabei. Und tatsächlich, Bellinzona lässt sich nicht einschüchtern. Die haben auch den ein oder anderen Super League erprobten Mann auf dem Feld. Etwa Matteo Tosetti, der Flankenspezialist, erfindet Tresor Samba. Nicht ungefährlich. Der 20-Jährige aus dem Basler Nachwuchs hat im letzten Cup-Spiel schon zwei Treffer beigesteuert. Luzern offensiv zu Beginn geduldig, kombiniert dann gefällig. Dorn, Meier, Bellinzona kann nicht wirklich klären, wieder Dorn und da ist Khader, direkt, wow, gute Möglichkeit, aber Joel Kiasumbua, gedankenschnell, der Luzerner im Tor, der Tessiner verhindert den Rückstand nach gut einer halben Stunde. Dann sind wieder die Gastgeber dran, Padula mit dem weiten Kopfball. Sousa verlängert, Samba tanzt, aber von der Luzerner Defensive aus dem Rhythmus gebracht. Der kräftige Stürmer äußerst torgefährlich, ein steter Gefahrenherd. Zur Pause steht es dann aber immer noch 0:0. Das ist für den Superligisten eine Enttäuschung, für den Challenge League Aufsteiger definitiv ein Kompliment. Die Tessiner nehmen den Schwung mit in Halbzeit 2. Freistoß. Sousa. Romero verlängert, Padula und Bolero. Müller klärt stark bei dieser uruguayanischen Koproduktion und das, obwohl er kurzzeitig ausrutscht. Glück gehabt. Aber Luzern in Bedrängnis aus dem Rückenwind ist nach dem Seitenwechsel eine steife Brise an Gegenwind geworden. Ein Eckball verschafft den Gästen etwas Luft. Kadak. Guter Schuss, aber Kiasumbua ist zur Stelle, sieht auf den ersten Blick ungefährlich aus, aber der hätte ganz gut gepasst. Es ist aber Ranieris Team, die Unterklassigen, die dem Spiel jetzt den Stempel aufdrücken. Da sind sie schon wieder. Bolero, wieder kein Tor. Gibt's doch nicht. Was ist das für eine Parade von Müller? Der rettet auf der Linie an den Pfosten. Große Klasse, aber der Superligist ist in Nöten. Es läuft schon die Schlussphase der regulären Spielzeit. Noch einmal die Gäste mit dem eingewechselten Gentner. Ardaiz, der ist drin, doch noch. Aber der Jubel erstickt, denn der Schiedsrichter hat ein Abseits gesehen und tatsächlich nimmt Abubakar, Torhüter Kiasumbua, die Sicht. Bitter, aber irgendwie doch gerecht, was die Spielanteile betrifft. Die Partie jetzt ein offener Schlagabtausch, ein richtiges Cup-Duell auch, weil der Unterklassige weiter frech nach vorne spielt. Bolero an die Latte. Samba ebenfalls nicht, aber wow, sie tasten sich wirklich immer näher ran. Der Uruguayaner Rodrigo Bolero hat letzte Saison kurzzeitig beim FCZ gespielt, zeigt seine Torgefahr immer wieder. Es läuft schon die Nachspielzeit. Da nimmt der Favorit noch einmal Anlauf. Mit Zorgic für Gentner, aber Kiasumbua rettet in die Verlängerung. Die beiden Torhüter immer wieder im Fokus, erledigen ihre Arbeit heute sowas von gewissenhaft. Anruf nach Hause, es wird später hier, macht gar nichts bei dieser attraktiven Partie. Und in der Zusatzschlaufe ist ordentlich was los. Statt Chancen gibt es aber erstmal viele Emotionen. Auch das gehört dazu. In diesem Cupfight. Die Luzerner scheinen mit ihren Kräften etwas haushälterisch rumgegangen zu sein, haben noch Reserven. Dorn. Toller Schuss, Kiasumbua wieder gefordert. Einst im Luzerner Nachwuchs groß geworden, gibt er für seinen Stammverein den Spielverderber. Der darauffolgende Eckball. Bellinzona versucht zu befreien, gelingt nicht recht. Gentner, Sorgic und jetzt klappt's. Luzern führt in der 105. Minute. Die Geduld hat sich ausbezahlt. Kein Abseits bei Gentner und der hat das Auge für Dejan Sorgic. Die Tessiner für einmal etwas zu schnell aufgerückt, liegen jetzt zurück. Tut vor allem einem so richtig weh, Baldo Ranieri. Allerdings nicht nur wegen dem Resultat. Der Bellinzona-Coach hat ein unsanftes Rencontre mit dem Linienrichter. Muss noch ein paar Minuten durchhalten. Und sieht, wie seine Mannschaft noch ein letztes Mal nach vorne stürmt. Allerdings ohne Erfolg. Das war's dann. Luzern bringt den knappen Sieg über die Zeit, gewinnt glücklich mit 1:0 und ist eine Runde weiter.
Extrem schwieriges Spiel gewesen, nicht zu vergleichen mit einem Super League-Spiel, weil zuerst einmal Bellinzona es sehr gut gemacht haben, denn das soll kein Alibi sein, sondern es ist einfach mit einem starken Wind. Ich komme ja aus einem Föhngebiet, aus Liechtenstein, und ich weiß, wie schwierig das ist, bei Wind zu spielen. Wir haben extrem Probleme gehabt, unser Spiel aufzuziehen, wir haben extrem viele technische Fehler drin gehabt. Nicht zu vergleichen mit dem Spiel letztes Mal in Winterthur, aber es war ein Charaktertest für uns und den haben wir bestanden, zum Glück. Wir sind auf den Platz gekommen und sind in die Verlängerung gegangen und haben es ihnen so schwer wie möglich gemacht. Ich glaube, wir haben auch viele Chancen kreiert. Sie haben auch auf ihrer Seite zwei, drei gute gehabt. Es ist schade, aber ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir eine Mannschaft haben mit Qualität, dass wir hier oben können und wollen mitspielen, und wir ziehen nur das Positive daraus raus. So nehmen der Favorit und der Unterklassige beide irgendwie ein gutes Gefühl mit in die Länderspielpause.